willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Es ist ein Weilchen her seit meinem letzten Auslandsjahr-Update, aber es ist jetzt mal wieder endlich was passiert, weil es zwar länger ein bisschen langweilig zu dem ganzen Thema und jetzt geht es über zur Gastfamilie und so ein paar Neuigkeiten. Deshalb dachte ich mir, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal wieder ein Update zu machen. Und ich würde sagen, ich rede nicht mehr viel und viel Spaß beim Video. Also ich fange jetzt mal im Dezember an und zwar habe ich da angefangen, meine Bewerbungen wieder zu überarbeiten. Ich hatte die ja eigentlich schon mal gemacht im Jahr davor, aber wegen Corona habe ich ja mein Auslandsjahr verschoben und ich wollte einfach die ganzen Formulare wieder aktualisieren oder zum Beispiel meinen Gastfamilienbrief ein bisschen umschreiben, weil man verändert sich in einem Jahr ja schon ein bisschen. Und manche Sachen haben mir dann einfach nicht mehr gefallen. Das heißt, die ganzen Arztbesuche fingen wieder an, weil ich musste ja auch die ganzen Arztdokumente wieder vom Neuen machen. Ich habe wieder Impfungen gebraucht. Ich musste wieder diesen Hauttest machen. Also dieses ganze Ärztezeug, was man für ein Highschool-Jahr in den USA braucht. Und da fängt schon an. Ich will nicht sagen, dass ich keine Lust mehr auf mein Auslandsjahr hatte, aber durch das ganze Verschieben und die Angst, dass ich wieder nicht fliegen kann aus irgendeinem Grund wie Corona oder so, war halt die ganze Zeit da und dann dieses ganze neue Überarbeiten, muss ich ehrlich sagen, hat mich so ein bisschen genervt. Also ich wollte trotzdem immer noch in die USA, weil es ist ein Traum. Aber das Überarbeiten und so, es war ein bisschen nervig und dadurch habe ich leider die Vorfreude auf mein Auslandsjahr ein bisschen verloren. Beziehungsweise eigentlich habe ich die Vorfreude nur nicht zugelassen, also mir selber die Vorfreude nicht erlaubt, weil ich Angst hatte, enttäuscht zu werden, weil das wieder abgesagt wird oder so. Aber das habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ich erzähle auch nachher, warum. Dann im Januar wurde meine ganze Bewerbung überarbeitet und irgendwann dann, ich glaube am 26.01. war es, wenn es nicht stimmt, schreibe ich hier das richtige Datum hin, wurde auf jeden Fall meine Bewerbung in die USA geschickt zu der amerikanischen Organisation von meiner Organisation. Und auf jeden Fall, dann habe ich erstmal nichts mehr gehört, weil man wartet ja dann eigentlich nur noch, dass eine Gastfamilie einen aussucht. Und ich dachte eigentlich, es dauert noch lange. Ich dachte irgendwie, ich krieg's im Mai, Juni. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich so eine bin, die ihre Gastfamilie so 2-3 Tage vorm Abflug bekommt. Weil auf der einen Seite ist es irgendwie auch spannend. Ich weiß nicht, ich fand es immer den Gedanke entspannter, wenn ich schon vorher weiß, wo ich hinkomme. Und nicht erst kurz davor, aber die Hauptsache ist einfach, dass man eine Gastfamilie bekommt und dafür bin ich einfach dankbar. Auf jeden Fall in der Zeit wurde meine Vorfreude ein bisschen mehr, weil ich wusste, okay, jetzt wird es ernster und jetzt ist auch schon 2022, also wirklich in diesem Jahr fliege ich. Und dann kam die Vorfreude wieder ein bisschen, aber sie war halt auch noch nicht so komplett da. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich keine Ringe an hatte und ich fühle mich unwohl ohne Ringe. Okay, jetzt kommen wir zum coolen Teil. Ich glaube, ich bin am 25.01. in ein Flugzeug gestiegen mit meinem Bruder, weil wir nach New York gereist sind. Und es war eine richtig coole Zeit. Wenn du einen Vlog dazu sehen willst, beziehungsweise zwei, dann kannst du gerne auf meinen Kanal gehen und die letzten beiden Videos angucken. Okay, auf jeden Fall saßen wir im Flugzeug. Der Flug ging 9 Stunden und ich saß im Flugzeug und bin dann so die Filme durchgegangen, um zu gucken, was läuft so. Dann gucke ich vielleicht 1-2 Filme und den Rest schlafe ich, weil so mache ich es normalerweise auf den Flügen. Diesmal dachte sich Laura, wer braucht Schlaf? Ich habe nämlich gesehen, dass da alle James-Bond-Filme waren. Also hat Laura den ganzen Flug James-Bond-Filme geschaut, anstatt zu schlafen. Auf jeden Fall sind wir dann gelandet und ich habe schnell die SIM-Karte mal bei meinem Bruder im Handy getauscht, damit wir WLAN haben und unseren Eltern schreiben können, dass wir gelandet sind. Und auf jeden Fall sehe ich dann in der Familiengruppe bei uns von meiner Mama einen Screenshot mit Ältestes, potenzielle Gastfamilie. Die Worte oder so habe ich direkt gesehen und ich war nur so, what? Ihr müsst euch vorstellen, ich war komplett übermüdet. Auf jeden Fall war ich richtig glücklich in dem Moment. Und dann wurde gesagt, dass wir jetzt aufstehen können und aus dem Flugzeug rauslaufen können. Dann sind wir rausgelaufen und dann in der Einreise in den USA muss man ja immer länger anstehen, wegen den ganzen Dokumente kontrollieren und so. Und auf jeden Fall war da an dem Tag eine Riesenschlange. Also wir standen da, glaube ich, eine Stunde an. Und dann stand ich da
mit dem Gedanke, ich habe eine Gastfamilie. Also irgendeine Gastfamilie hat mich schon ausgesucht und weiß schon, dass ich existiere. Also wisst ihr, wie ich meine? Aber auf jeden Fall stand ich dann da und hatte ja ganz viel Zeit zum Nachdenken. Und auf einmal dann, also ich war glücklich. Aber auf der anderen Seite kamen dann halt auch so 1000 Fragen. Wo komme ich hin? Wird die Familie zu mir passen? Werden wir uns gut verstehen? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht so Ängste wie, ich finde keine Freunde oder passt das mit dem Englisch oder so. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, also es ist einfach keine Angst von mir. Bei mir ist es eher so, das ist auch keine große Angst oder so, aber das ist so ein Punkt, den ich ein bisschen blöd fände. Und es ist Gastfamilienwechsel, weil ich finde es einfach so schön, wenn man in eine Gastfamilie kommt, wo es sofort so voll passt. Aber natürlich, wenn man wechseln muss, dann ist es so. Und das heißt nicht, dass das Auslandsjahr dann schlechter wird als bei einem, der sofort eine gute Gastfamilie hat. Aber nach ein paar Minuten war das Ganze auch vorbei und dann war es einfach nur wieder glücklich sein. Ich weiß noch nicht, wo meine Gastfamilie ist. Ich weiß noch nicht, wie meine Gastfamilie aufgebaut ist. Denn meine Highschool, an die ich komme, die möchte einen sogenannten Ältesttest. Auf jeden Fall ist der Ältesttest ein Englischtest für Austauschschüler, den manche amerikanische Schulen wollen. Nicht alle, das kommt einfach auf die Schule an. Manche fordern es, manche nicht. Und ich sag schon mal vorab, ihr braucht keine Angst vor diesem Test haben. Der ist super einfach eigentlich. Also jemand, der ein paar Jahre schon Englisch hatte, kann, glaube ich, den Test wirklich voll einfach machen. Und erst wenn ich diesen Ältesttest abschicke, kriege ich irgendwann gesagt, wo meine Gastfamilie ist und wer meine Gastfamilie ist. Ich habe den Ältesttest, ich gucke gerade nach, am 7.3.22. Das heißt, es kann wirklich eigentlich jede Sekunde kommen. Und immer wenn ich eine E-Mail bekomme, denke ich mir so, okay, jetzt ist es soweit, aber es ist nie soweit gewesen. Und was ich auch noch sagen wollte, ab dem Moment, wo ich wusste, dass ich eine Platzierung habe, war meine Vorfreude wieder komplett da. Ich muss sagen, seit dem Moment, wo ich wusste, okay, ich habe jetzt eigentlich schon eine Gastfamilie, war so diese Angst von irgendwie, ich kann nicht fliegen oder so weg. Ich weiß gar nicht warum. Aber zum Ältesttest zurückzukommen. Der besteht aus Listening und Reading und das sind ungefähr 20 Seiten. Das waren die Aufgaben hier. Und beim Listening kriegt ihr einfach ein paar Audios dazu geschickt und Reading habt ihr einfach Texte zwischen den Aufgaben. Wenn dich das ganze Thema Auslandsjahr interessiert oder du mein weiteres Auslandsjahr-Erlebnis verfolgen möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest. So, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!